Kobolde sind dumm. Kobolde sind hässlich. Kobolde sterben ständig. Kobolde fressen Babys. Vorteile Trollblut. Ja, du kannst über deine Wunden lecken, dann heilst du 2 Punkte. Du kannst auch über andere Wunden lecken, das ist aber nur eklig und macht nichts. Und du könntest an den Geschmack kommen. Ja. Mal. Wir sind schon ein bisschen widerlich manchmal. Riechst du streng? Also der Mann ist erledigt, die Frau flieht kreischend. Ich heiße übrigens Trüff. Ja, was mich verwechselt ist mit dem letzten Charakter, denn es wird geschrieben T-R-Y-P-H. Du bist so ausgefuchst. Also, das ist ja ein bester DSA-Manier. That pulls me the shoes out. In welchen 25 Formen kann man eine Gottheit schreiben? Ja, ich bin mir sicher, ich komme auf noch ein paar. Wir haben gewonnen! Ehrenhaft gesiegt! Mit nur wenigen Verlusten. Lang lebe König Thor! Lang lebe König Thor! Lang lebe König Talk. Das war total Spaß. Kann ich das noch mal machen? Bitte. Lebt die Frau jetzt noch, oder? Die Frau flieht. Dann kommt, tritt heldenhaft ein weiterer Kobold auf die Szene und versucht sie von hinten mit seiner Zwille Boah. Zu treffen. Ja, bitteschön. Was du hast eine Zwille? Reflexe. Reflexe und wie viele Würfel? 2 hat sie. Krass. 7 und ich habe Reflexe 10. Macht 2 Schaden? Hm? Ja, 2 Schaden. Sie läuft, du erwischst sie von hinten, sie läuft noch so 2-3 Schritte und fällt dann vornüber. Ihr habt einen Kobold gerufen? Guter Voll Schuss. Krass! Nein, im Ernst, habt ihr einen Kobold gerufen? Hast du was gehört? Ja, ich dachte, deswegen bin ich hier. Habt ihr den Fluss stillgelegt da hinten? Nee, kein Scheiß, ey. Ich kann kaum noch reden. Nee, niemand hat einen Kobold gerufen. Das mit dem Fluss, das war mein Bruder. Dann bin ich hier wohl falsch. Verdammt. Willst du ein Stück Mensch? Oh, gerne. Ja, ich schneide mal ein Stück, ich schneide mal die Menschen in Portionen. Ihr speist ein bisschen, ist ein bisschen fade, auch ein bisschen zu fett. So. Schmeckt nicht nach Kobold, ne? Nee, schmeckt auch nicht richtig nach Mensch. Dann probiere ich mal ein Stück Tofu-Parfait. Ist das leckerer? Das schmeckt besser. Oh, prima. Aber ein bisschen abgehangen so insgesamt, sehr fällig. Das bleibt einem so am Gaumen kleben. Ja, das ist der Kaugummi. Aber pelzig im Abgang, ja. Im Chat hat auch niemand die Szene verstanden. Kannst du das bitte erklären? Welche Szene? Den Replikanten Marvin und die beiden dicken Leute. Die beiden dicken Leute sind das Action-Element. Okay, dann erklär den Replikanten. Bossgegner. Musst du noch irgendeinen Film einbauen? Sag doch nicht den Film. Also ja, Blade Runner natürlich. Aber was war das für ein Wesen? Das war einer von diesen kleinen weißen Robotern, die so rumlaufen und so ein bisschen was tun können. Kennt ihr die nicht? Die man kaufen kann, diese japanischen? Ach so. Dieser Spielzeug-Haushalt-Roboter, die man so ein bisschen programmieren kann. Okay, den hätte ich jetzt nicht erkannt. War aber nicht schlimm, weil er hat sich den Zahn ausgebissen. Das an sich war witzig genug. Ich dachte, das ist Marvin aus Perle durch die Galaxis. Habt damit gerechnet, dass das Erste, was er sagt, nachdem er auf die Lichtung gesprintet kam und rein ist, ist ja typisch. Das wäre auch das schön. Das wäre sehr gut. Können wir das noch reinschreiben? Ich vermerke das als alternative Szene. Das ist eine Verbesserung in diesem offiziellen Abenteuer, das demnächst veröffentlicht wird. Das ist ein offizielles Testabenteuer. Wie viele Zuschauer haben wir? Haben wir 100 geknackt? Ich meine, es passiert was, wenn es 100 werden, ne? Dann muss ich arbeiten. Dann muss ich das ausformulieren. Ich meine, da habe ich die große Ehre, das für euch auszuformulieren. Lass noch einen Aufruf. Wenn ihr jetzt in den letzten ungefähr 10 Minuten noch die 100er Zuschauermark knackt, indem ihr, weiß nicht, eure Nachbarn erpresst oder so, Oma und Opa dann gibt es dieses tolle Abenteuer, was ihr gerade erlebt habt. Ja. Und zwar in der ausgearbeiteten Form, mit offiziellen Kobolde fressen Babys Layout mit Farbe. Ziemlich unverändert. Zum kostenlosen Download. Weiter bei 60. Macht euch noch einen Account und loggt euch im Handy ein. Da! Todesmarker. Ja, das war's wert. Das war's wert. Wir rufen hier nicht zu Betrug auf. Teriff startet direkt mit 2 Todesmarkern. Ja, weil du ein Outfit hast. Du bist Bottenschneider. Locker. Oh, zäh, kleiner Bastard. Mhm. So, wollt ihr euch dann weiter auf den Weg machen? Damit wir haben wir noch einen Weg? Ja, natürlich. Wir haben jetzt nur ein riesen Problem. Ja. Was habt ihr eigentlich für einen Auftrag? Das ist nämlich der Punkt. Wir haben unseren Boss verloren.
Ja, aber wir sollen doch das goldene... Das goldene Vlies. Nee, Vlies war es. Fliesen waren es nicht. Kalt! Nee, das war anders. Kind. Eddie Murphy! Das goldene Kind, genau. Das sollen wir holen. Geiler Scheiß. Ihr sollt ein goldenes Baby holen. Nein, Kind. Kind. Also im das Grunde essbares Gold. Das ist die Maxi-Portion. Fressbares Gold. Ja. Und das ist ein offizieller Auftrag von König Thor? Lange lebe König Thor. Nein. Was nein? Natürlich lang lebe König Thor. Der darf es nicht wissen, glaube ich. Aber das kann ich gar nicht wissen. Das ist Was kannst du wissen? In nichts. Er weiß zu viel. Du hast dich echt gerade rhetorisch in der Ecke manövriert, ja, ne? Ja, ich weiß. Hm. Das ist ein Auftrag von dem Weisen ist ja gut, glaube ich. Gut. Und wir sollen dem Weg hier folgen und genau, das goldene, dem essbare Kind finden. Gelben Trampelpfad. Na dann. Weißt du was? Du siehst schlau aus. Naja. Das höre ich öfter. Vielleicht nicht ganz so schlau, aber schlau genug. Schlau genug, sehr schön. Wofür? Voranzugehen. Hm? Das hat meine Mama immer so mit mir gemacht. Ich schultere meine Schleuder. Meine Mama hat immer mit mir das Schweigespiel gespielt. Ich habe an der falschen Pfote den Ring der sprechenden Zeichen. Was ist das? Damit kannst du Dinge lesen. Du hättest lesen können, dass der Djinn... Ist der Propp heißt. Hm. Und gehe voran. Ihr kommt in einen Höhlenkomplex, der eurem Höhlenkomplex gar nicht so unähnlich ist, nur dass da keine Pyramiden drin sind. Jetzt schon. Also genau wie zu Hause. Warum denke ich gerade darüber nach, welche Farbe die Tapete haben sollte? Würfeln. Du kannst die 12 würfeln. Nein. Da ist der neue. Wir brauchen einen neuen TÜV. Essbares Gold in einer Höhle, es kann bloß ein Schmalzbergwerk sein, oder? Ihr kommt in eine große runde Höhle. Ein Schmalzbergwerk. Vorher kommt ihr durch einen großen runden Gang. Eine große runde Höhle. Und in der Mitte steht auf einem Podest etwas. Du kannst sofort lesen, dass oben drauf steht: Bitte Hebel ziehen. Ihr seht an der Seite einen Hebel und in der Mitte sind so drei Bilder von komischen Menschen mit einem bunten Hut auf. Hm. Und unten, das Ding hat unten so eine Schüssel, da ist aber nichts drin. Du sollst dringend reinbeißen. Warum? Warum nicht? Stimmt. Ich beiß rein. Ja, weißt du, was passiert, wenn es so... Ziemlich hart. Mein magischer Ring sagt mir, dass das Ding uns sagt, wir sollen den Hebel ziehen. Ja, dann. Trauen wir dem Ding? Vielleicht sollten wir mit ihm reden. Ich bin der geborene Hebelheber. Was? Du kannst das nicht. Das sind sehr ungewöhnliche letzte Worte. Also, fass das Ding an, aber irgendwie passiert da nichts. Dip. Ich glaube, dein Ding lügt. Geh mal weg. Ja. Lass mich mal. Ich gehe mal auf Abstand. Und eine Fummeltrine. Das heißt, du möchtest rumfummeln? Ja, rumfummeln, genau. Das möchte ich tun. Ja, bitte. Ich stelle mich nur mal für alle Fälle nach hinten und fange an zu lächeln. Wie viele Würfel? Ein Würfel. Das ist ziemlich einfach, diesen Hebel zu ziehen. Das ist gelungen. Sehr schön. Das ist aber gefährlich, ne? Ja. Dafür kriege ich so einen... Ja. Oh Gott. Wo bist du bei? lass mich mal, sind schon ganz gute letzte Worte. Der ist nicht schlecht, ja. Dann würfel doch bitte mal ein W6. Zufälliger Tod. Tod drinnen. Tod drinnen. Hatten wir noch nie. Tod. Das ist neu. Ja. Bitte schön. Eine 5. Eine 5. Zufälliger Tod drinnen. Draußen. Mittendrin. Was? Auf dem Weg von drinnen nach draußen. Du machst einen Schritt zur Seite, als du diesen Hebel ziehst. Mhm. Und fällst in ein Loch. Nämlich ein Kaninchenbau. Du hast die falsche Pille genommen. Fällst auf ein
in ein Weizenfeld wurde ich plötzlich ein Wirbelsturm aufsaugt. Schießt dich in den Himmel. Dann fällst du auf den Boden. Eine Garderobe fällt auf dich drauf. Ja. Aus der Garderobe springen eine Hexe, ein kleiner Holzmann und die Königin, die Pik-Königin. Und verprügeln dich. Dann klaut dir ein Zauberer deine roten Slipper. Eine Vogelscheuche schiebt deinen Kopf durch den einen Ring. Hält sich daran wie eine Piñata auf. Das macht erschreckend viel Sinn. Bis ein missverstandener toter Ritter dich mit einer Drachenlanze sticht. Bis du wieder auf den Boden fällst. Wo dich ein dürrer Albino-Wolf kaut. Dann wirst du von einem riesigen goldenen Ei zerquetscht. Und ein Löwe ist da auch noch drin. Du stirbst an einer schrecklichen, falsch verstandenen, durcheinandergewirbelten Metapher. Ich hoffe, du hast gerade im Kopf alle die Lizenzgebühren an. Trüff schaut. Zuschauer, bitte verklagen Sie uns nicht. Hat jemand anders vorher das Loch gesehen? Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Als du das fragst, macht es Ding, 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 Ding aus diesem Apparat. Mhm. Ihr seht, dass drei gleiche Zeichen, also da haben sich so Walzen gedreht plötzlich daran, und drei gleiche Zeichen tauchen auf. Und alle drei zeigen einen riesigen Felsbrocken, so einen runden. Ich mache einen Schritt zur Seite. Es macht Klimper, und Dinge fallen unten in diese Schüssel. Mhm. Kannst du mir mal die Tüte reichen, Steff, die da vorne irgendwo liegen müsste? Ja, natürlich. Danke. Du siehst, wie über diesem Auswurf ein Schriftzug aufleuchtet. Mhm. Und da steht Goethes Falsche. Goethes Falsche. Ah. Oh. Und das fällt raus. Oh. Goethes Falsche. Ich renn hin. Ja. Du hast ein bisschen Mühe, das glitzernde Papier aufzukriegen. Aber jetzt dabei ist es. In dem Moment fällt ein riesiger, runder Felsblock herunter und rollt auf euch zu. Natürlich. Mhm. Drei, ich versuche schnell noch zwei Hände voll davon zwei, zu. Zwei, eins. Und dann renne ich. Der Felsblock fährt über diesen Apparat drüber, zerknirscht dich, fährt über dich drüber. Er stirbt als Glück. Ja, immer der adäquate Taktik, wenn man passiert ist, das hat immer funktioniert. Er stirbt als glücklicher Kuh. Er wird so drauf gedrückt auf diesen Felsen und fährt mit. Und es gibt immer so ein lustiges Knirschen mit seinen grinsenden Zähnen. Flieht, ihr Narren! Triff rennt und wie Kobold halt rennt sie in einer geraden Linie von dem Ding weg in dieselbe Richtung, wie es rollt. Ja, natürlich, zum Ausgang. Es rollt nämlich in diesen Gang hinein. Dann könnt ihr alle mal auf Reflexe würfeln, gegen mit zwei Würfeln. Du nicht? Ja. Du hast einen Würfel? Boah. Nein, gelingt mir nicht. Brauche ich nicht würfeln, ist gelungen. Ja. Du bist ein bisschen zu langsam und auch dich klebt es auf dir. Also ich komme an den zu dritt auf diesen Felsen. Es macht immer so. Dadurch wird er ein bisschen langsamer und du kannst unten rausrennen. Wenn ich übrigens dann mal wieder in ihre Richtung gucke, Wildrin. Das Lächeln. Da bläst er. Ja, und du. Ich heiße nämlich Wahrheit. Ich renne zurück. Stürmst zurück den ganzen Weg durch die. Ich renne über die Lichtung mit den toten Menschen. Ich renne durch den trockenen Fluss. Wo du so ein zappelndes Huhn im Ufer stecken siehst, den Kopf im Sand. Ich renne über die andere Lichtung mit dem toten Pseudo-Vampir und dann renne ich zurück, hoffentlich in den richtigen Koboldbau. Ja. Und weißt du was? Du hast den Baumstamm übersehen.
Sehr schön. Klasse. Alles essbare Goldfall. Man sieht das Innere einer Koboldhöhle. Man sieht Isia gut, der gerade erwacht. König Tom! Lange lebe König Tom. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Man sieht einen Trupp aufgeregter junger Kobolde vor ihm. Und Isia gut sagt, ich habe ein Déjà-vu. Und damit endet dieses großartige Abenteuer. Oh, großartig. Vielen, vielen Dank. Ihr wart hinreichend inkompetent. Ja, wir haben uns deinem Spielstil angepasst. Du warst uns aber ein großartiges Vorbild. Danke, danke. Nimm noch ein böses Falsches. Oh ja, geil. Meins ist kaputt. Das ist ja auch meins. Also, ich wollte gerade sagen, am besten streiten wir uns. Es, ja, auch halt, es ist halt schwierig, das glänzende Papier auf. Zur Feier des Tages, weil ihr euch so gut geschlagen habt, verspeisen wir jetzt noch ein paar Hühnerkinder aus Rache. Oh wow, das ist doppelt nicht besser verdient. Das ist schon fast pervers irgendwie, ne? Ja, sehr lustig. Großartig. Wow. Ja. Und ich weiß auch, warum das ein Bier-Engine heißt. Mhm. Es macht alles viel leichter, glaube ich. Ja, ich habe das mehrfach schon an Silvester gespielt, das Spiel. Das war, bevor ich Kinder hatte. Als wir uns an Silvester noch... Jetzt hast du das live, ja. Naja, der Unterschied ist, wenn ich mich jetzt so dermaßen zurufen würde, als wir das damals gespielt haben, dann würde das, glaube ich... naja, egal. Auf jeden Fall... Das hätte Konsequenzen. Ich dachte, du hättest jetzt mehrere kleine Lebewesen, die inkompetent sind und alles absichtlich falsch verstehen. Wenn ich jetzt sagen würde... Das heißt Angestellte. Du suchst doch Angestellte. Oh, sehr schön. Sehr schön großartig. Also ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß heute. Ja. Das war echt klasse. Ja, wenn ihr auch Spaß habt, dieses Spiel ist gerade noch im Crowdfunding begriffen. Das heißt, ihr könnt das euch noch sichern. Es gibt auch schon ein Zusatzabenteuer dazu. Und ich bin jetzt mal total frech. Wenn wir es schaffen, bis Montag 150 Bäcker auf der Seite zu haben, schreibe ich das Ding trotzdem. Es klingt aber langsam jetzt ein bisschen so, als wäre es egal. Also, und selbst wenn sie nicht... Ich habe das schon geschrieben, ich muss es ja nur noch ausformulieren. Ich meine, ich bin bereit, diese Stunden und Stunden an Arbeit dann noch zu investieren. Um das rund zu machen, mehrere Testspielrunden und so. Ja. Du würdest dich doch nur heimlich amüsieren. Also, darf ich Trüff als Trophäe mit nach Hause nehmen? Trüff-Trophäe? Ich habe gewählt, dass die Mitarbeiter von Ulysses sich nochmal vorstellen, wenn die meisten im Stream wissen jetzt nur, wer ihr beide seid, würden wir wissen, wer nochmal die Hafen da waren, das ich nochmal vorstellt. Na klar, ja, hallo, ich bin der Thomas. Also, ja, ein bisschen mehr dazu gesagt. Mit vollem Namen. Wer bist du noch? Das habe ich dir beigebracht. Das gibt einen Todesmarker. Der ist schon tot, der Charakter. Irgendwo liegt jetzt dieser Stein im Wald. Todesmarker. Also ich bin Thomas Echelmeier, ich bin der Demo-Teamleiter bei Ulysses und mir tut ein bisschen der Bauch weh. Ich bin André Wiesler, ich betreue die Crowdfunding-Sphäre bei Ulysses und unter anderem das Crowdfunding von... Gut, ihr habt es verstanden. Ja. Ich hatte auch Spaß. Also ich hab mich mit mir sehr gut amüsiert, die anderen haben mich gestört. Ich hab dir schon gesagt, morgen Ruhe, ey. Okay. Übrigens extrem dick. Lässt du das wohl? Entschuldigung. Es gibt einen Todesmarker. Nicht der Paprika. Also ich bin der Markus Plötz, ich bin Geschäftsführer bei Ulysses Spiele und war derjenige, der das verbrochen hat, dass wir dieses Spiel leider machen müssen, weil das zu meinen ganz, ganz tiefen Jugenderinnerungen gehört. Und dabei, oder junge Erwachsene. Naja, aber wenn es deine Jugenderinnerungen sind, dann nimm bitte das Alte. Entschuldigung.
Genau, das gehört zu meinen Jugenderinnerungen. Ihr wisst ja, dass das mit dem Todesmarker jetzt in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich werde die nächsten Tage, wenn ich was Dummes tue, die Leiste so. Und das wird oft sein. Ja. Das wird eine sehr, sehr lange Leiste. Warum macht der sich immer so Kreuz unter? Und warum hat der immer 2W6 dabei? Ja, großartig. Nee, also, großartiges Spiel. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob es sich für eine längere Kampagne eignet. Ach, ernsthaft? Doch, ich glaube schon. Es gibt Siegpunkte hier, die kann man sammeln. Und dann kann man mit den Siegpunkten den Charakter verbessern. Und sich Outfits kaufen. Die noch besser. Und am Ende dieses Absatzes nimmt das erklärt, welche den Haha. Nein, von das wegen. Ist total ernst. Okay. Kann man diese Todesmarke auch wieder loswerden? Ja, man wird schon los. Was war denn das jetzt? Blöde Frage. Dafür aber, um das aufzulösen, deine Siegpunkte wandern von Kobold zu Kobold. Das heißt, jeder Kobold wird ein bisschen besser ausgerüstet. Ja, deine Drift könnte jetzt Todespunkte. Also das zwei Gegner. Das muss man korrekt aussprechen. Das zwei Gegner getötet und dafür jetzt schon mal auf jeden Fall zwei Siegpunkte. Also das ist tatsächlich eine große Verbesserung. Ich habe den einen zu Tode gesessen, Kampagnenmodus. Den anderen habe ich geschleudert. Ja. Also ich plane auch fest, eine Kampagne damit zu spielen, die locker meine Vampire-Kampagne von 10 Jahren in den Schatten stellt. In welchen Schatten? Sind da noch große Fragen? Das betreten. Also jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Meint er es ernst? Entweder du hast sie nicht alle an der Waffe oder deine Vampire-Kampagne war wow. In einer ganz anderen Art und Weise, als ich das denken würde, bemerkenswert. Wieso oder? Ja, das sind auch schöne Schlussworte für uns. Also. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Toll, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet, wir alle hoffen, dass ihr... Ihr wollt das jetzt öfter machen, wurde mir vorher gesagt. Jawohl, das wollen wir öfter machen. Also nicht öfter Kobold, aber... Wobei das auch spannend wäre. Du meinst so die verschiedenen Iterationen der Spieltiefe und des Rollenspiels aussehen. Ja, ich würde gerne meine... André, die gerade erwähnte epische Kampagne... Das wird jetzt auch langsam weg zum Standard, oder? Erinnert mich irgendwie an Ladok. Video-Beweismaterial. Okay, bevor wir das Video-Beweismaterial sichten. Tschüss. So, Alter, das war's jetzt. Den seht ihr nicht wieder. War schön, dich gekannt zu haben. Das war der letzte Todeswacke. Das war fester als ich wollte. Boah, das hat mich echt schon das Rock-Video gehört. Stimmt, da war was. Alter.